Ja, zuerst möchte ich dir ein frohes neues Jahr wünschen. Ein Jahr voller Gesundheit, voller Freude und Zufriedenheit. Ein Jahr mit vielen Lichtblicken, mit vielen positiven Momenten. Ich möchte dich gerne mitnehmen auf eine kleine Reise durch mein vergangenes Jahr 2021. Wenn es dich interessiert, dann bleib dran. Mein vergangenes Jahr habe ich gestartet mit der Express Darmkur Premium. Ich wollte einfach nochmal so einen richtigen Frühjahrsputz machen in mir drin und habe mir gedacht, ich will etwas, das schnell geht. Ich habe viele Kunden, die von der Dr. Probst Methode kommen, mit dem anorganischen Schwefel oder mit dem Schwefelgold. Und viele von ihnen haben einfach das Bedürfnis, etwas zu haben, das ein bisschen schneller geht, wo effizient einfach eine Reinigung stattfinden kann. Und da habe ich entschieden, ich teste die Express Darmkur Premium vom Regenbogenkreis, habe das gemacht und ich war total überwältigt und beeindruckt, in wie kurzer Zeit, wir reden hier von 4 Tagen, was man da alles rausholen kann. Ja, ich war dann sofort Feuer und Flamme und habe es natürlich sofort auch angefangen weiterzuerzählen. Und es ist auf große Resonanz gestoßen. Ich konnte viele Leute begeistern damit und viele positive Erfahrungsberichte kamen zu mir zurück. Ja, so dass ich dann entschieden habe, genau, das nehme ich gerne ergänzend dazu, weil das einfach so vielen Leuten einen Mehrwert ins Leben bringt. Ich habe dann mir überlegt, ja gut, jetzt habe ich die Express Darmkur gemacht. Die ganze Biofilm ist draußen. Jetzt könnte ich ja eigentlich gerade noch ein Produkt testen, nämlich die Amazonas Darmreinigung. Und die gibt es ja in 2 Formen. Erstens als Pulver oder auch in Kapselform. Ich habe dann die Kapselform noch probieren wollen, weil ich einfach weiß, dass viele Leute Bitterstoffe nicht so sehr schätzen, nicht so gern haben und wollte wissen, wie ist das mit den Kapseln und habe dann festgestellt, es ist grundsätzlich ja einfach natürlich. Also wenn man Kapseln schlucken kann, ist es einfach, diese Kurform so einzunehmen und schlussendlich die Feinarbeit so zu bewältigen, das heißt die Darmzotten zu reinigen, das ganze übrig gebliebene, was halt noch raus soll, um auch die Darmwand freizusetzen, damit die sich selber regenerieren kann. Das zu erledigen, ist die Kapselform eigentlich auch für unterwegs natürlich eine super Variante. Zuvor, schon letztes Jahr einmal, habe ich die Amazonas Darmreinigung in Pulverform genommen. Die hat mir natürlich, also ich bin halt hart im Nehmen, ja eigentlich sogar noch geschmeckt. Ich habe das immer so als Frühstückstrink genommen, anstelle vom Frühstück und habe dann eigentlich bis zum Mittagessen gerade mal so ein Sättigungsgefühl gehabt. Gleichzeitig die Darmreinigung erlebt und das war eigentlich auch eine gelungene Sache. Jetzt habe ich etwas für alle Leute, also das heißt, die Leute, die die Feinarbeit starten wollen, die gerne Kapseln schlucken, nicht gerne Bitterstoffe haben, oder ich habe etwas für die Leute, die gerne etwas trinken und nicht Kapseln schlucken wollen. Also für alle etwas, bestimmt auch für dich. Natürlich habe ich mich im letzten Jahr auch ständig weitergebildet in der germanischen Heilkunde. Für mich ist es einfach so spannend und auch wichtig zu wissen, wie die Zusammenhänge im Körper funktionieren. Warum zeigt sich ein Symptom? Ich will ja nicht nur Symptome bekämpfen, ich will ja eben auch wissen, wo das schlussendlich herkommt. Es ist einfach so spannend, wenn man realisiert, dass Psyche, Gehirn und Organe zusammenarbeiten und ein Ganzes bilden zusammen. Ja, dann hat man eigentlich den Schlüssel zur Lösung in der Hand. Ja, dann weiß man, wo man suchen muss, wie das Ganze funktioniert, wie lange das noch dauert, warum sind die Schmerzen da? Ja, und das finde ich einfach etwas, das eigentlich jeder Mensch für sich lernen sollte, dass er einfach im richtigen Moment auch richtig reagieren kann, nicht in Panikmomente verfällt, wenn einem ein Arzt irgendwo eine Diagnose stellt. Und aus diesem Grund empfehle ich auch dir, dich mit der germanischen Heilkunde zu befassen. Ich verlinke es dir auch gerne unterhalb in der Infobox. So hast du die Möglichkeit, anhand von Lernvideos dich zu informieren und dich näher an die Gesundheit zu bringen, vor allem wenn mal ein Symptom auftritt,
dass du gerade weißt, was zu tun ist. Das war eines natürlich meiner Hauptprojekte auch im vergangenen Jahr, was ich natürlich auch dieses Jahr weiterführen will, weil das ist ein Thema, das nie ein Ende nimmt. Es bringt einem einfach weiter und es ist echt eine Bereicherung. Ja, und im Herbst hat es mich dann erneut gepackt. Ich habe noch einmal eine Express-Darmkur Premium gemacht, weil ich einfach wissen wollte, kommt jetzt tatsächlich noch mehr Biofilm raus. Und siehe da, also bereits am zweiten Tag, Riesenmengen an Biofilm sind, da konnte ich da ausscheiden. Ja, ich war noch einmal komplett überrascht, wie schnell das geht, wie einfach das ist. Und ich habe einfach gemerkt, das zweite Mal war einfacher. Ich hatte weniger Gelüste, dieses ganze Empfinden vom Verzicht war nicht mehr da. Erstens mal wusste ich ja schon, wie sich das anfühlt nachher. Das ist natürlich sehr erstrebenswert, das wieder zu erleben. Aber auch, ja, der Körper gewöhnt sich auch ein Stück weit dran, natürlich, dass man einmal für nur 4 Tage nicht alles zur Verfügung hat, ist ja auch keine große Sache. Wenn man denkt, wie schnell die Zeit immer läuft, was sind denn schon 4 Tage? Und da habe ich mich entschieden, das wirklich einmal jährlich zu machen. Also jetzt am Anfang habe ich das 2-mal im Jahr gemacht, aber jetzt einmal im Jahr eine Biofilmreinigung. Das finde ich für mich gut und das will ich auch weiter so machen. Ja, kannst dir natürlich auch empfehlen. Ja, aber du bist deines Glückes Schmied und du weißt, was gut für dich ist und darum, ja, nimm deine Gesundheit selber in die Hand. Ich will natürlich auch sonst dranbleiben mit dem Darm. Für mich ist es einfach klar, wenn mein Darm gesund ist, da habe ich einfach eine gute Voraussetzung, ein gutes Milieu, auch natürlich mit dem Säurebasenhaushalt immer schön arbeiten. Also das heißt, entsäuern über die Haut, über die Ausscheidung, aber natürlich auch eben mit dem Darm mal wieder Schwefel nehmen, mal wieder Schwefelgold, einfach immer ein bisschen dran sein, dass es sich eben gar nicht so anstaut, dass man einfach alles, was man einlagert, gerade wieder loswerden kann. Das ist so meine Devise und die gilt auch jetzt für das neue Jahr 2022. Zwischendurch gönne ich mir auch immer mal wieder eine Lachsplum, um die Verdauung anzukurbeln und neu gibt es ja auch diese Kimchips, die sind nach der Kimchi-Methode produziert, ein Snack für zwischendurch, Knabberspaß pur. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Doch nun zurück in die Vergangenheit, Ende Jahr kam dann diese C-Grippe in unser Haus und hat uns echt mal kurz lahmgelegt. Ja, ich hätte ja nicht gedacht, dass wenn ich ja eigentlich gesund und kräftig bin, dass ich wirklich auch krank werden kann. Aber so ist es passiert. Ich konnte natürlich mich nicht komplett hinlegen, wie ich das vielleicht am besten getan hätte, weil ihr habt ja regelmäßig bestellt und dafür bin ich euch auch sehr dankbar. Aber ich wollte dich ja auch beliefern, ich wollte die Produkte rausschicken, ich wollte, dass du gerade in der Corona-Zeit natürlich auch dein Artemisia bekommst. Da war eine riesen Nachfrage, war eine Zeit lang auch komplett ausverkauft, sogar der Zulieferer, also der Produzent, war komplett ausverkauft. Das ist einfach eine riesen Nachfrage in dieser Corona-Zeit jetzt nach Artemisia und so natürlich auch bei mir. Ich konnte nicht mehr liefern und hatte immer, also hatte einen riesen Rückstau, was sich da dann angesammelt hat. Ja, und als hätte ich das schon vorher gewusst, dass ich eine Zeit lang nicht außer Haus darf, habe ich schon den Lieferservice DPD engagiert. Ich wollte einfach eine andere Lösung haben für den Versand der Produkte, habe mit DPD eine Vereinbarung getroffen, so dass sie das auch dann bei mir abholen und in der Tagesfrist auch zu dir zustellen können. Ja, und das war natürlich dann sehr, sehr treffend, gerade pünktlich auf die Erkrankung kam der Einsatz von DPD und ich bin den Kurieren wirklich sehr, sehr dankbar, dass sie mir diese Arbeit gerade in dieser Zeit abgenommen haben. Ja, natürlich bin ich längst wieder gesund und voller Tatendrang und einsatzbereit. Die besinnliche Adventszeit habe ich dann mit meiner Buchhaltung verbracht. Das dritte Quartal musste endlich einmal gebucht werden. Einfach so, damit es mir nicht zu wohl wurde. Und schon jetzt steht wieder das vierte Quartal zum Buchen an. Also du siehst, es läuft. Also als Geschäftsfrau ist man einfach
ständig und permanent irgendwo dran. Aber es macht auch Spaß. Es macht ja so Spaß, wenn ich weiß, dass ich dir Produkte liefern kann, die funktionieren, die dich weiterbringen, die dir helfen, dich in deine maximale Power zu bringen. Und dann nehme ich dann gerne mal eine Stunde Nachtarbeit auch in Kauf. Es befriedigt und ich weiß, es ist für eine gute Sache. Damit auch neue Kunden, die die Produkte noch nicht kennen, ein bisschen besser informiert werden können, gerade anhand von euren Erfahrungen. Darum habe ich mich entschieden, mit dem Bewertungstool Ecomi zu arbeiten. Und jetzt bin ich dir natürlich sehr, sehr dankbar, wenn auch du Bewertungen abgibst. Zuerst zum Shop und nachher auch zu den einzelnen Produkten. Es hilft weiter, Entscheidungen zu fällen und Überzeugungsarbeit zu leisten, natürlich von Kunde zu Kunde, weil das einfach die beste Werbung ist. Danke viel, viel mal, dass auch du dich daran beteiligst. Ja, rückwirkend kann ich sagen, es war ein super Jahr. Das 2021 mit all den Hürden, mit all den Herausforderungen dieser Ausgrenzung und diesem Trennen und allem drum und dran, war es trotzdem ein positives Jahr. Ich konnte so viele Menschen begleiten. Ich konnte Neukunden generieren und zwar die Wachstumskurve, die ist echt steil und ich bin euch so, so dankbar, dass ihr mich auch immer schön tatkräftig weiterempfehlt. Es macht einfach Spaß, wenn ich merke, ah, das ist ein Kollege von diesem Kunden oder das ist ein Bruder von dem. Ja, schön. Herzlichen Dank für all die Empfehlungen. Es ist mir eine Freude und ich bin jetzt schon sehr, sehr zuversichtlich, dass ich auch jetzt im kommenden Jahr, also jetzt im neuen Jahr 2022, so weitermachen darf und dich in deine Wohlfühlzone begleiten darf. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dein Vertrauen und für die Motivation, die du mir immer wieder gibst, auch anhand deiner Erfahrungsberichte. Alles Gute, noch einmal beste Gesundheit. Wir sehen und hören voneinander via Newsletter, via Telefon oder wie es du dir wünschst. Alles Gute, deine Rita von gesund und frisch.ch.